Das sieht schon mal sehr sommerlich aus, oder? Das ist Comedy Public Viewing. Ein Sommermärchen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir nach Fußball schauen, oder? Es wäre eigentlich jetzt Fußball-WM. Wir könnten nachher Public Viewing machen. Aber nein, wir müssen ja warten, bis gestreut ist im Winter. Ich will Sommer-WM haben, oder? Ich will nicht Fußball in der Vorweihnachtszeit schauen. Was soll das? Ich liebe Weihnachten und liebe WM. Aber beides gleichzeitig, das ist... Ich bin skeptisch, oder? WWWWM, die Fußball-Weihnachts-Weltmeisterschaft. Ich meine, das wird hardcore im Dezember. Da warst du dann im Geschäft Weihnachtsdeko und WM-Deko. Hey, das ist Overkill. Das ist Netzhaut-Hiroshima, verstehst du? Ja. Der Weihnachtsbaum ist dann geschmückt mit schwarz-rot-goldenen Kugeln. Bei Höckes. Nein. Und fragt man sich, gibt es dann vielleicht dann ein Panini-Krippenalbum? Ich tausche zwei heilige Mario und Josef gegen einen Neuer. Ah, ich habe einen Messias über. Ah, shit, ich brauche einen Messi. Ah! Komm mal. Und wisst ihr was? Seit Jahren erzählt uns die AfD, dass die Moslems uns Weihnachten wegnehmen wollen. Ihr Trottel, die FIFA macht's. Ja. Ah ja, was wird da abgehen jetzt? Weihnachts-WM in den Kaufhäusern. Da läuft dann zeitgleich Weihnachtsmusik und WM-Songs. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wir haben sie 5-0 weggehauen. Ja. Oder? Der alte Hooligan-Klassiker, Niklaus, wir wissen, wo dein Schlitten steht. Ja. Ja. Wisst ihr, wann das WM-Finale ist? Ich kann es nicht mehr finden. Das ist am 4. Advent, das ist wirklich wahr. Immer, was macht man denn da? Public Viewing in der Kirche, Public Churching? Statt Oblatten, Chipsletten, kein Weihrauch, Bengalos. Hä? Wird dann der Beamer aufgebaut vor dem Altar? Herr Pfarrer, Herr Pfarrer. Wo soll man denn die Leinwand befestigen? Ja, da oben beim Jesus stehen noch zwei Nägel raus, da könnt ihr sie hinhängen. Ja. 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 Wenn, also, wenn die Kids überhaupt wissen, wer Jesus ist. Ja, viele Kids wissen es nicht mehr. Die Eltern erziehen ihre Kinder nicht mehr religiös. Es gibt 14-Jährige, die haben noch nie was von Jesus gehört. Die kennen den gar nicht. Die würden WM zum ersten Mal in die Kirche gehen. Dann stehen die da, sehen Jesus am Kreuz. Ey, krass, Alter, die haben Conchita Wurst gekreuzigt. Aber der echte Jesus hat jetzt einen Deal mit RTL. Ja, die Passion auf RTL hat es alle besser gemacht, oder? Habt ihr angeschaut? Ich hab's geguckt. 3 Stunden lang hab ich gelitten. OMG. Ich mein, weißt du, und dann haben die mir gesungen, sind Bus gefahren, waren im Kaufhaus. Und dann irgendwann kam der Pilatus auf die Bühne und ein großes leuchtendes Kreuz. Und wir alle so, also endlich wird er wenigstens gekreuzigt. Nein. Die haben die Kreuzigung einfach ausgelassen. Das ist wirklich wahr. Jesus war auf der Bühne, hat sich auf das Leuchtkreuz zugesetzt, Schnitt. Und dann sieht man ihn oben auf dem Hochhaus stehen, singend. Und alle haben hochgeguckt so. Ja, aber jetzt springt er wenigstens, oder? Ich meine, er muss ja sterben. Das ist die Handlung von der Passion. Immer die Passion und die Kreuzigung, das wäre so, wie wenn du Titanic verfilmen würdest und dann fährt die am Eisberg vorbei. Immer das geht nicht. Ja. Die Passion auf RTL, das war ein Paradebeispiel dafür, dass ein bisschen zu viel gesoffen wurde in der Pandemie, oder? Ha? Was haben wir gesoffen? Gebt es zu, oder? Come on, was haben wir die letzten 2 Jahre gemacht? Wir haben ferngesehen oder gesoffen. Ey, meine Frau und ich, wir haben uns monatelang weggebrettert. Bei uns daheim lag der R-Wert und der Promillewert stabil bei 2. Jawohl. Ja, wir mussten unserer Tochter ab und an was zum Essen hinlegen. Nein, die war 12. Die hat nicht mitgetrunken. Muss ich mal dazu sagen. Also ich habe, wirklich wahr, ich habe meinen ersten richtigen Hardcore-Vollrausch gehabt. Da war ich 12 Jahre alt. Das ist schön, Totenstille so. In Bayern an der Stelle alle, ja, Mai, er hat halt spät angefangen. Aber gut.
Es ist. Naja, pass auf. Wir sind in Bayern da anders sozialisiert. Schon im Kinderfernsehen. Pumuckl, erinnert euch noch? Die haben dauernd gesoffen. Der Meister Eder hat ihm immer Bier gegeben. Pumuckl, ja, du hast rote Haare, du bist ein Irre, du kannst saufen. Ich meine, das könntest du heute im Kinderfernsehen gar nicht mehr machen. Ja, wo kriegst du denn heute noch einen Handwerker her? Ja, und wenn man dann einen herkriegt, ja, kann man den sich überhaupt noch leisten? Inflation, Freunde. Hey, weißt du, ich stehe im Moment an der Tanke mit meinem SUV. Der Sprit jenseits ja 2 Euro. Ich überlege mir im Moment beim Einparken, ob ich zweimal rangiere. Das ist ein Fünfer. Weißt du, das ist. Ja. Wer verdient da dran? Katar. Und was machen sie mit dem Geld? Ein Oktoberfest. Ja, ist wirklich wahr. Die haben sich nicht nur die WM geschnappt, sondern auch, die machen eine Wiesn. Das ist kulturelle Aneignung. Ha? Das ist meine bayerische Identität. Ich meine, was gibt's? Eine Wiesn in Katar? Wie läuft es denn da ab? Wer spielt da im Bierzelt? Ha? Wer spielt da arabische Wiesenbands? Die Kandahara Schürzenjäger gegen die Hindukuscher Herzbuben? Und was singen die dann? So umgeschriebene islamisierte Wiesenhits? Ha? In Kunduz steht ein Hofbräuhaus, dort Freudenhäuser müssen raus. Ich leg noch einen drauf. Der berühmte DJ Özlem. Ich bin so stark, ich bin so toll, ich bin der Yusuf aus Kabul. Ja. Ja, stellt mal vor. Stellt euch mal vor, jetzt durch Katar. Die Taliban entdecken die Wiesen für sich. Das gibt ein ganz anderes Prosit. Al-Qaida, Al-Qaida, Al-Qaida der Gemütlichkeit. Wir Osama, Osama, wir Osama, Osama. Und zwar Ramallah. Ja, pass auf. Nein. Mal ganz im Ernst. Schau mal vor. Stell dir mal vor, der Taliban entdeckt die Wiesen für sich. Zum Spaß. Nicht Business, sondern Taliban. Nee, Mann, die Taliban, die Terroristen, die haben es auch nicht leicht gehabt unter Corona, oder? Was ist denn Homeoffice beim ISIS? Schatz, ich mache heute Homeoffice. Ich meine, hey, das wäre eine geile Zoom-Konferenz, oder? Alle haben das Meeting verlassen. Aber Freunde, ich sage, ich will kein Homeoffice mehr. Ich will auch kein Homeschooling. Ich bin Komiker und kein Lehrer. Ich bin nicht der Unterricht. Ich bin die Pause. Jawohl.